Hallo und hiermit grüße ich euch meine Lieblingsschüler. Beim Eintragen vom Code CRENCHXROYAL in eurem Itemshop erhöht sich euer Glück für die nächsten drei Klassenarbeiten und Tests um 80% und das ist wissenschaftlich bewiesen. Danke ihr Süßen, ich glaub an euch Couscous. CRENCHROYAL Leute, und heute werde ich euch mal eine der stärksten Taktiken vorstellen, nämlich den unglaublich starken Quad Boom Bogen. Viermal diese legendäre Waffe und ihr werdet schnell merken, es ist einfach nur übertrieben stark. Schaffen wir 15.000 Likes für den Quad Boom Bogen? Ich denke, wir könnten das schaffen, aber nur wenn ihr es nicht vergesst, also am besten jetzt mal direkt liken. Und das Gameplay war wirklich mal wieder erste Sahne heute, also schaut das Video am besten vom Anfang bis zum Ende und ihr werdet es nicht bereuen. Ein Abo auf diesem Kanal würdet ihr ebenfalls nicht bereuen, aber das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Peace. Scharfschützengefecht ist angesagt und heute werden wir euch komplett übertreiben. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind eben diese vier Bogen und einen davon haben wir jetzt direkt am Anfang bekommen. Sehr geil. Aber bis wir diese vier haben, sollte es nicht allzu lange dauern, weil in diesem Modus gibt es die echt öfters mal, aber nur aus Kisten eben. Das ist ja kein Floor-Loot. Und mal gucken, wie es laufen wird. Hier haben wir direkt den zweiten, perfekt. Und ich sag euch, das ist so enorm mächtig. Das ist wirklich nicht mehr normal, weil ihr könnt einfach diese vier Bogen so schnell hintereinander abfeuern. Und ihr müsst nur zwei Treffer landen von diesen ganzen Treffern. Und dann habt ihr sie down, Leute. Dann habt ihr sie wirklich schon alle. So, jetzt ist hier nochmal einer. Ah, der muss jetzt los, oder was? Jetzt komm schon. Jawohl, in der Luft. Wunderschön. Der Bogen ist auch echt präzise, habe ich gemerkt. Und in dem Modus ist es auch sehr, sehr geil. Das ist auch ein Tipp von mir, einfach ein bis zwei Ballons zu benutzen, weil da hat man sehr, sehr schnelles Movement. Wenn man drei benutzt, dann wisst ihr ja, fliegt man einfach nur hoch. Aber so mit ein bis zwei ist es sehr, sehr geil, eigentlich zu zocken. Zack, direkt auch weg. Sehr geil. Ah, oh, abgestaubt, der Kollege. Okay, hat er ihn weggemacht. So, holen wir den auch noch. Wir haben jetzt nicht so viel Munition. Und ihr müsst natürlich auch immer gucken, dass die Bogen alle schön nachgeladen sind. Eins. Na, komm schon. Jawohl, haben wir. Der Explosionsschaden ist halt schon sehr, sehr geil. Der geht zwar nicht so weit von der Range her, aber wenn er knallt, dann knallt er halt richtig rein. Ihr könnt euch auch echt immer gut einbauen und dann die Zeit zum Nachladen benutzen. Oh, eben zum Heilen. Das geht in dem Modus auch echt sehr, sehr gut. Jawohl, hier liegen noch Pump-Patronen. Das habe ich jetzt gebraucht. Ja, das reicht wieder auf jeden Fall für ein paar Kills. Laden wir die Bogen kurz noch nach. Okay, und auf dem Dach scheint noch was abzugehen. Wir müssen da umgehend hochgehen. Da ist er. Ja. Oh. Jawohl, ihr müsst echt immer warten, Leute, das ist der Trick. Erstmal warten, bis der Gegner am Boden angekommen ist und dann schießen, nicht davor. Dann geht's auch meistens echt rein. Am besten ist es wirklich, ihr schießt dem Feind zwischen die Beine, weil dann connectet es echt fast immer der Treffer. So, dann geben wir uns hier kurz noch den Biggie und wir sind echt wieder top ausgerüstet. Hier schon mit 5 Kills, hart am Start und da hinten geht noch was ab. Da werden wir jetzt auch noch vorbeischauen und ich finde wirklich, die Taktik ist unglaublich stark in dem Modus, also... Könnte auch echt sein, dass Epic Games da irgendwas dran macht, aber ich meine, so normal im Battle Royale ist der Bogen jetzt auch nicht so overpowered. Er ist schon echt stark und nützlich, aber so krass overpowered wie in diesem Modus ist halt auch nicht. Okay, da hinten geht auch noch was ab. Kurz einbauen, die Bogen nachladen. Vielleicht hier eine Falle rein, vielleicht klappt's ja. Und hier oben haben wir direkt nochmal einen Kandidaten. Ich habe aber nichts mehr zu bauen. Da werde ich mir jetzt mal zwei, drei Ballons hier gleich geben. Boah, krass. Krasse Hits. Muss man schon sagen. Da kann man echt auch gleich zwei abfeuern, weil das denken die halt nicht. Die denken nicht, dass man direkt zwei hintereinander wegballert so. Und deswegen, keine Ahnung, bauen die da glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist manchmal. Oh, hier unten ist auch noch was los. Den könnten wir auch gut hitten. Oh, sauberer Treffer. Oh. Yo, Leute, es geht so ab, ne? Wirklich, ich liebe diesen Trick. Leute, ihr müsst ihn alle machen. Wirklich, schaffen wir hier für die 15.000 Likes. Ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn wir das mal packen würden. Okay, da will er es schon aufballern. Wir werden ein bisschen Abstand nehmen. Uns hier vielleicht mal ein bisschen hochbauen. Die Waffen sind geladen. Eigentlich können wir auch langsam reingehen. Ich glaube, ich mache es echt so, dass ich hier meine Falle einfach so auf den Boden platziere.
Okay, ich muss auf jeden Fall umgehend bauen. Und hier sind ja zwei Leute. Ich glaube, ich gehe da echt mal hin. Bisschen auf dem High Ground. Mit dem Jump Pad schön, aber er hat mich gesehen. Oh, schön, der hatte nur 100 Leben. Das ist so krank, Alter. Wirklich, diese Taktik, das ist unglaublich. So, da unten ist er, der andere Typ. Wir haben halt jetzt kein Jump Pad mehr, aber wir werden uns mal mit Ballons dem nähern. Er wäre jetzt halt auch wieder ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat, ob er mich auf dem Schirm hat. Wahrscheinlich nicht, wenn er hier hochläuft. Aber das können wir auf jeden Fall zu unserem Vorteil nutzen. Und den da direkt mal ein bisschen pushen. Mit dem Ballon kann ich euch auch echt empfehlen. Da habt ihr einfach viel mehr Movement. Wie wenn ihr halt ohne Ballon zockt, ne? Komm schon, ein Bogen noch. Ein Bogen muss noch da sein. Warte, ich baue mich kurz ein. Ich muss die Bögen nachladen. Das ist gerade so wichtig, dass ich hier genug Munition drin habe. Okay, schön bauen, schön bauen. Der will natürlich jetzt auch hier irgendwie reinkommen. Aber der muss mir kurz Zeit geben. Die dürfen aber nicht springen, Leute. Die dürfen nicht springen. Das ist das einzige Ding. Weil wenn sie springen, dann connectet die Explosion halt nicht. Kurz nachladen. Zack, zack, zack. Einen Ballon wieder geben. Könnten jetzt auf jeden Fall auch noch so einen mitnehmen gleich. Der hat aber auch einen dran. Na, knapp, knapp, knapp. Okay, da hat er sich jetzt auch eingebaut und will erstmal die Bögen wahrscheinlich nachladen. Boah, sauberer Treffer, glatter Treffer. Oh, den haben wir auch noch. Ne, der hat sich, glaube ich, selber. Ja, der hat sich leider selber. Wir haben den Kill nicht bekommen dafür. Aber das war doch schon mal echt ein geiler Start, Mann. Das war echt mal ein geiler Start. 11 Kills jetzt direkt. Geben uns da kurz die Minischilde hier. Lagerfeuer stellen wir auf, um wieder hier ein bisschen auf HP zu kommen. Ja, ich hätte echt noch gern Ballons. Ich zock die echt so gern wegen dem Movement einfach in dem Modus. Da können sie euch echt nicht so gut erwischen, wie schon gesagt. Aber hier sind jetzt gerade keine mehr, glaube ich. Oh, perfekt. Die kommen mir so wie gerufen, Leute, wirklich. Und ich würde sagen, wir nehmen zwei Ballons mit, können dann einen droppen. Zone kommt jetzt langsam. Aber schon 11 Kills, jetzt allein mal in Tilted Towers. Und man muss auch sagen, es ist ein Duo-Modus. Also, wir spielen hier gegen Duos. Und falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann drückt mal jetzt auf Abonnieren. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet, im Gegenteil, ihr werdet es wirklich noch feiern, dass ihr mich abonniert habt, Leute. Das kann ich euch versprechen. Ihr werdet es richtig feiern, Leute. Ah, komm schon. Oh, 100er. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, haben wir auch noch. Oh, sauschön, wirklich, Leute. Dafür müsst ihr liken. Das ist der geilste Trick einfach, den es gibt, Mann. Wirklich, das ist der geilste Trick ever. So, trink mal kurz den Biggie noch. Oh, Zone kommt, aber egal. Macht nicht so viel Schaden. Nehme ich die Minis wieder mit. Und weiter geht's. Wir haben sogar noch ein Lagerfeuer, wo wir gleich die HP noch ausgleichen können. Wir haben hier sogar einen Baller. Ich glaube, den werde ich kurz nehmen. Und ja, mit 13 Kills begebe ich mich hier in die, glaube ich, dritte Zone. Dürfte es sein, ja. Dritte Zone ist es. Da gehen wir hier auf den Berg hoch. Da sind auf jeden Fall auch noch Kandidaten am Start. Der will mich schon snipen, ey. Was geht bei dem ab? Ich werde mal echt kurz mir dann das Lagerfeuer noch geben. Und dann geht's weiter. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind eben die Ballons. Da habe ich jetzt keinen mehr gerade dran, wegen dem Baller. Okay, kurz Bogen nachladen und Lagerfeuer gönnen. Und ab in den Baller. So, jetzt schauen wir nämlich, wo die anderen Kandidaten noch sind. Sie werden wahrscheinlich jetzt langsam anfangen, sich irgendwo in Festungen zu platzieren. Da sind aber noch zwei, stehen relativ offen. Vielleicht kann ich da wirklich mit dem Baller eine gute Position draus suchen. Den dann direkt hier mal weghauen. Ja, komm, rein da, rein da. Oh, Leute, im richtigen Moment, am richtigen Ort, wie immer. Sehr geil. Nehmen wir einen Ballon wieder an uns. Und jetzt geht's weiter. Wo sind die anderen Gegner noch? Man muss immer in Bewegung bleiben, ist ganz, ganz wichtig in dem Modus. Nie stehen bleiben, immer springen mit dem Ballon am besten. Also ich würde es echt so machen, wie ich es mache, Leute. Ihr seht ja, das läuft sehr, sehr gut. Einfach Ballons fürs Movement mitnehmen, 4 Bögen und dann seid ihr da richtig gut dabei, kann ich euch sagen, in dem Modus. 14 Kills jetzt schon, mal schauen, wie weit es noch gehen wird. Die sind, glaube ich, echt auch ganz oben da, jetzt hier bei Polar Peak oben.
Das sind halt auch die Spieler, ne, die kennt man. Da campen sie sich irgendwo halt ein, bauen sich ihre Tower. Ich hoffe jetzt echt, ich werde nicht gesniped, aber ich sehe halt auch hier momentan gar keinen mehr. Aber ich bin ziemlich sicher, da oben sind noch welche. Würde mich echt hart wundern, wenn nicht. Hier geht noch was ab. Komm. Ja, Mann, haben wir. Kurz nachladen, ich muss kurz nachladen. Kurz die Bögen, komm. 1, 2. Und der dritte, okay. Einbauen. Ganz wichtig, Leute. Immer nach irgendeiner Aktion einbauen einfach und wieder nachladen. Der hat jetzt schon 100 HP verloren. Der wird sie nicht so schnell wiederholen, denke ich mal. Zack. Zack. Das ist halt echt krass. Ich meine, wenn man einen Headshot bekommt, ist man direkt down. Da ist man einfach weg, Leute. Kann man nichts mehr machen. Man muss immer so ein bisschen berechnen halt, wo die als nächstes hinspringen werden, wo sie sein werden. Ich muss jetzt schon wieder nachladen. Auf dem Eis ist es aber echt nicht leicht, das zu treffen. Aber ich kann hier gleich ein Fenster rein editen. Den dann wahrscheinlich weghauen. Mal gucken. Okay, komm, let's go. Yes, haben wir auch noch, Leute. 16 Kills im Modus hier drinne. Echt, wirklich. Da bin ich richtig drin in dem Modus, Leute. Kann ich euch sagen. Das kann ich euch sowas von sagen. Und wir sind relativ schnell im Movement gerade. Müssen wir hier nochmal den nachladen? Komm. Okay, bauen. Ganz wichtig, Leute. Immer die ganze Zeit bauen in dem Modus. Oh nein. Hier ist einer voll in der Nähe. Okay, komm. Nochmal kurz nachladen. Die versuchen jetzt hier die Wände wahrscheinlich kaputt zu machen. Aber das macht halt nicht so viel Schaden mit dem Bogen. Das müsst ihr euch echt immer denken. Die Wände kaputt machen, da ist er halt nicht so effektiv, der Bogen. Aber ansonsten ist er 1A. Wirklich. Was eine Waffe, Leute. Was eine Waffe in diesem Modus. Oh, der Hit. Oh, da hat er mich. Okay, ich muss mich kurz nochmal heilen. 2 Schilder rein. Er geht auch weg, okay. Da benutzen wir das Jump-Pad gleich von ihm mit. Gehen hier eben mal hoch. Oh, ich muss den Bogen noch nachladen. Ich muss die 2 noch nachladen. Leute, immer einbauen, wirklich. Das ist die Regel Nummer 1 in dem Modus. Ansonsten braucht ihr den echt nicht spielen. Baut euch wegen jeder Scheiße ein, wirklich. Wegen allem. So, der müsste hier irgendwo sein. Oh, da ist was los. Da könnte ich vielleicht reingehen. An der Seilbahn. Ah, das ist auch mega riskant. Ich sollte das nicht machen. An der Seilbahn, Alter, bin ich eigentlich wirklich schon komplett von allen Geistern verlassen. Weil das ist mega riskant. Ihr habt nur diese eine Linie. Und da können sie euch halt mega gut hitten. Oh, nee. Ich habe aber auch keine Jump-Pads und gar nichts gerade am Start. Ich habe keine Materialien, keine Jump-Pads, nix. Ist ganz, ganz schlecht. Oh, ich fühle mich ganz unwohl ohne die ganzen Sachen. Ah, hier oben ist einer. Komm, wir challengen ihn. Nein, er hat mich getrappt, ey. Leute, aber 16 Kills. Mit dem Quadbogen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir die 15.000 Likes schaffen würden. Und beim Eintragen vom Code CRANCHX-ROYAL in eurem Itemshop erhöht sich euer Glück für die nächsten 3 Klassenarbeiten und Tests um 80%. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr meinen Code nochmal nachtragen könntet. Und falls ihr die Videos immer öfter schaut, vergesst wirklich nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren, denn dann habt ihr immer diese Hilfe zu allen Herausforderungen in Season 8. Ihr habt Tipps und Tricks, ihr habt eigentlich alles, wirklich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer CRANCHX-ROYAL.